herzlich willkommen auf dem diesjährigen Print Day. Bevor wir starten, ich habe eine kurze Agenda mitgebracht, damit wir auch ungefähr wissen, oder Sie ungefähr wissen, was heute auf Sie zukommt. Kurze Vorstellungsrunde. Mein Name ist Leon Huppertz, bin ja im Sales Consulting Bereich vom Valantic PIM Competence Center, das heißt die Fraktion innerhalb der Valantic, die sich mit den Themen PIM und PIM-nahen Themen beschäftigen. Erzähle ich euch doch mal ein bisschen was zu, damit Sie das Konstrukt auch verstehen. Und gebe weiter an die Elena. Guten Tag zusammen. Mein Name ist Elena Flaum. Ich bin seit 12 Jahren bei der Firma Strack Norma in Marketing tätig. Ich erstelle unsere Webseite und unseren Webshop. Ich betreue das PIM-System. Ich pflege die Produktdaten für Datenimport und Export. Erstelle ich unterschiedliche Jobs und Presets. Auch verwalte ich PIM-Benutzer mit allen Rollen und Rechten. Und damit unsere Produkte in unterschiedlichen Ausgabekanälen erscheinen, definiere bzw. lege ich diese Ausgabekanäle an. So, und meine Arbeitskollegen möchte sich auch jetzt kurz präsentieren und ich gebe weiter. Dankeschön. Guten Tag und herzlich willkommen. Mein Name ist Melissa Sarka. Ich bin vor knapp 10 Monaten bei Strack Norma eingestiegen im Bereich operatives Marketing und zu meinen Tätigkeiten gehören das Organisieren und Betreuen von Messeveranstaltungen, Social Media Aktivitäten sowie das Erstellen von Templates zur Ausgabe von unseren Printmedien. Sehr schön, danke. Machen wir weiter. Die Rolle von PIM und Database Publishing in der digitalen Transformation. Heute oder mit dabei anhand von unserem Kunden Strack Norma. Da möchten wir heute ein bisschen drüber sprechen. Was haben wir heute vor? Klar, erstmal Vorstellung, wer ist eigentlich die Valantic, wer ist Strack, einfach damit so ein bisschen verstehen, mit wem sie es hier zu tun haben. Und dann möchte ich so ein bisschen schildern, wie war der Weg wirklich von Stunde Null bis letztlich zur Auswahl, zur Systemauswahl. Das heißt, welchen Weg sind wir gemeinsam gegangen, die Firma Strack und die Valantic. Und da gibt es oder gab es ein paar Herausforderungen. Sehr, sehr spannend. Dritter Punkt, Strack. Ich habe es jetzt, oder wir haben es mal genannt, vom Tal der Tränen, wie man das so schön kennt, bis letztlich zum Erfolg. Das heißt, so ein bisschen die Story, was war jetzt an, was wurde der Firma Strack Norma letztlich möglich anhand von PIM und eben Database Publishing. Ja. Genau, das haben wir heute vor. Fangen wir mit der Valantic an. Valantic, einer der größten Digitalintegratoren Europas, ja, also ein relativ großer Verein mit ganz, ganz vielen unterschiedlichen Teildisziplinen und Themen, mit denen wir uns beschäftigen. Das funktioniert. Ein paar Zahlen, Daten, Fakten, möchte ich gar nicht so drauf rumreiten. Als wir Teil der Valantic wurden im Oktober 2020, stand da noch eine 1800 bei den Mitarbeitern. Das heißt, wir sind ganz, ganz klar auf Wachstumskurs. Unsere Vision ist es wirklich, den Kunden im Rahmen der Digitalisierung von A bis Z bedienen zu können. Das ist unsere Vision. Wir wollen nicht der Größte sein, sondern the most respected brand. Ja, die Slides kriegen Sie sicherlich im Nachgang noch, deswegen will ich gar nicht drauf rumreiten, auch angesichts der Zeit. Wichtig noch zu verstehen ist, es gibt die Valantic und wie ich gerade schon gesagt habe, wir haben mehrere Themen, womit wir uns beschäftigen. Ergo ergeben sich bei uns auch 4 große Divisionen. Wir haben eine große ERP bzw. die SAP-Division, wo wir uns rein mit SAP-Themen beschäftigen. Smart Industries, Digital Strategy and Analytics. Wenn Sie sich fragen, was wir da so machen, wenn man in dem Genuss ist, einen Porsche Taycan zu fahren, das E-Auto von Porsche, dann hat man tatsächlich eine eigene App mit einem ganzen Ladenetzwerk. Sowas machen wir zum Beispiel auch in den anderen Divisionen. Darum soll es heute gar nicht drehen, sondern wir bewegen uns im CX-Bereich. Das heißt, alles um die Customer Experience. Da gehören natürlich Themen zu wie E-Commerce, Digital Marketing, Data-Driven Marketing, aber eben auch PIM. Und somit schließt sich der Kreis quasi mit uns, dem PIM Competence Center. Ein paar Insights noch zu CX. Von den 3000 Mitarbeitern, die wir gerade gesehen haben, sind wir im CX-Bereich 830. Das heißt, wir sind mittlerweile auch die größte Division der Valantic. Zählen zu den Top 10 Service Providern im Dachbereich, so möchte ich es nennen. Und hier ist ein ganz wichtiges Wort auf dem Slide, und zwar systemagnostisch. Das heißt, wir haben in jedem Teilbereich, in jeder Teildisziplin unterschiedliche Softwarelösungen mit an Bord, gehen hier aber einfach systemagnostisch vor. Das heißt, that's it. Jetzt kommen wir zur kleinsten Ausbaustufe, Valantic, mehrere Divisionen. Jetzt kommen die PIM oder jetzt kommen die Competence Center. Wir sind eben das PIM Competence Center der Valantic. Das heißt, wie schon gerade anfangs erwähnt, die Experten rund um das Thema PIM. Was machen wir jetzt konkret? Wir haben 2 große Business Units. Die erste Unit ist die Unit Consulting. Das heißt, alles letztlich von Stunde 0 bis zur PIM-Auswahl.
Das ist auch so mein Steckenpferd, wo ich mich bewege. Und die zweite Unit ist eben die Integration. Ja? Und da möchte ich nochmal das Wort hervorheben, systemagnostisch. Warum? In dem Stadium der ersten Unit, das heißt, wenn es um die ganzen Anforderungen, um die Requirements geht, ja, ist es in meinen Augen unsinnig, wenn man da wirklich mit einem Systemblick rangeht. Warum? Weil man am Ende des Tages letztlich irgendwie versucht, eine Kreisform in eine Dreiecksform zu pressen. Das heißt, man geht Kompromisse ein. Das sollte man bei so einem strategischen Thema, ob es jetzt PIM, ob es Database Publishing ist, ob es E-Commerce ist, sollte man das zynisch vermeiden. Ja. Genau, wir selber, wir sitzen in Siegen, da komme ich auch her. Wir haben aber noch ein zweites Office in Dornbirn und in Österreich am Bodensee. Systemagnostisch habe ich gerade gesagt, Z4 zu Consultants erklärt sich von alleine. Wir verstehen uns eben als Berater für PIM und PIM-nahe Themen. Dazu gehört Database Publishing dazu gehört Data Syndication und so weiter. An der Stelle lasse ich es dann auch, weil wir nicht mehr so viel Zeit haben. Machen wir weiter mit Strack. Genau, die Firma Strack Norma ist ein normaler Hersteller für Formen- und Werkzeugbau. Das ist ein familienführendes Unternehmen mit mehr als 100 Jahren Erfahrung in der Branche. Und Firma Strack Norma bietet über 300.000 Produkte an. Und wir als Marketing stehen immer vor der Herausforderung, wie wir unsere Produkte den Kunden schnell, gezielt und effizient präsentieren. Und Printmedien ist ein wichtiges Mittel dabei, dass wir unsere potenziellen und bestehenden Kunden ansprechen können. Und früher hatten wir immer unsere Printerzeugnisse manuell erstellt. Alle Produktänderungen oder Gestaltungen waren immer langsam und aufwendig. Dazu kam noch die Tatsache, dass wir unsere Daten dezentral verwaltet haben. Die Produktdaten entstanden in unterschiedlichen Abteilungen, Vertrieb, Produktentwicklung, IT-Abteilung, auch Marketing-Abteilung. Und dann, es kam dazu, dass in mehreren Medien wurde unsere Produktdaten nicht einheitlich dargestellt. Durch einen Tippfehler, durch unterschiedliche Denkweise und Formulierungen. Zum Beispiel, wir stellen Produkte aus Stahl, und ein Sachbearbeiter sagt, oh, das ist Material Stahl. Der andere nimmt eine Abkürzung für und sagt ST. Und der dritte definiert es als Werkzeugstahl. Und so wurden die Daten in unterschiedlichen Medien auch dargestellt. Und das war unser Problem. Und wir haben auch, wir konnten nicht schnell neue Prospekte erstellen. Wir konnten nicht schnell auf Kunden Bedürfnisse reagieren. So haben wir festgestellt, wir müssen so manuell erstellen, die Printmedien funktionieren nicht mehr. Und wir müssen dagegen was unternehmen. Und so haben wir uns entschieden, ein intelligentes Produktmanagementsystem auszuwählen und zu nutzen. Ja, da kommt. Ja, dann kannst du. Ah ja. Okay, dann kannst du schon weiter. Das hast du ja nämlich gerade eingeteilt. Genau. Das nochmal zusammengefasst, was die Frau Form gerade gesagt hat. Klar, aufwendige Gestaltung, Änderungen in Printmedien. Lest euch im Nachgang durch. Jetzt möchte ich kurz darauf eingehen, was bisher geschah, wie die Zusammenarbeit wirklich gestartet hat. Im Prinzip war der Startschuss wirklich nur ein Auftrag über eine neutrale Evaluierung, die wir dann auch letztlich zusammen durchgeführt haben. Das heißt, im Fokus standen wie immer auch bei einer Evaluierung die Anforderungen, weil das letztlich der Grundbaustein ist. Die Ziele, ohne ein Ziel hat man keinen Weg. Das heißt, die müssten wir auch definieren gemeinsam und letztlich die Strategie. Kurzfassung, klar, wir haben ganz, ganz viele Workshops zusammen verbracht, auch remote tatsächlich. Da kommen wir aber gleich nochmal drauf zu sprechen, weil das wirklich das Besondere an dieser Evaluierung war. Wir haben uns lange zusammengesetzt, um letztlich dann auch die Shortlist zu definieren, die letztlich entstanden ist. Danach erfolgten, wie das dann in dem Prozess ist, die ganzen Systempräsentationen remote mit den ganzen Herstellern. Parallel dazu haben wir ein Bewertungsportal aufgebaut, wo alle Teilnehmer auch von Seiten Strack eben individuelle Bewertungen während der Präsentation abgeben konnten, um einfach Fakten am Ende zu haben, ja? Um auch faktisch entscheiden zu können. Aussicht davon sehen wir hier unten rechts.
Danach, was haben wir gemacht? Wir haben alle Impressionen, alle Ergebnisse, alle Feedbacks, alle Meinungen haben wir in eine Waagschale geschmissen, um letztlich dann zu entscheiden. Das Ergebnis war Conninsurf in Kollaboration letztlich mit Werk 2 für die Printaufleitung. Genau, das als Kurzfassung und dann kam Corona. Ja. Genau, es wäre auch alles zu einfach gewesen. Das heißt, wir hatten irgendwie auch mentalisch so einen kurzen Break in diesem ganzen Prozess. Und viele hätten jetzt gesagt, nee, wir warten jetzt erstmal ab, Schutzhaltung, wir schauen mal, was kommt. Ja. Aber so eben nicht bei Strack. Strack hat sich nach einer kurzen Pause dazu entschieden, nein, wir nutzen diese Corona- oder diese Covid-19-Pandemie, die Zeit nutzen wir jetzt effektiv. Und die Geschäftsführung hat ganz klar gesagt, jo, Gas geben. Genau, das war das Besondere. Was waren die Herausforderungen? Zwei Punkte. Einmal die Ablösung der Access-Datenbank. Ne? Mhm. Das war wirklich ein Hindernis als historisch gewachsenes System bei Strack. Und eben die Automatisierung der Printpublikation. Was war das Besondere? Klar, es ist nicht typisch, es ist nicht typisch, dass man während Corona sagt, nein, wir nutzen jetzt, oder wir sagen, wir gehen jetzt alle Ressourcen auf das PIM-Projekt. Ja? Weil für viele ist das wirklich erstmal so ein Schritt zurück und wir warten mal lieber ab. Weil dahinter steckt natürlich auch jede Menge Ungewissheit, Geld, wo man nicht genau kalkulieren kann, ist das jetzt richtig eingesetzt oder nicht. Das war das Besondere. Sämtliche Kommunikation, müssen Sie sich vorstellen, war remote, ja? Alles digital. Und gerade bei so einem Vorhaben ist es sehr, sehr, sehr wichtig, dass ja, die menschliche Basis auch stimmt und auch existent ist. Zumal auch bei den ganzen Systempräsentationen der Faktor Mensch ist einfach sehr, sehr wichtig. Und das hat dennoch reibungslos funktioniert, muss man an der Stelle sagen. Und genau, das habe ich schon erwähnt, die umfangreiche Freistellung von Ressourcen eben von Strack. Last but not least, erfolgreiche Projekte werden zwischen Menschen und Teams umgesetzt. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Und das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, dass es digital und remote sehr, sehr gut funktioniert hat. Genau. Dann bin ich wieder dran. Wir haben das Projekt für PIM-Einführung und Implementierung haben wir es in 5 Phasen durchgeführt. In der ersten Phase haben wir zuerst unser Produktdaten analysiert und optimiert und normalisiert. Das heißt, Materialstahl heißt jetzt überall Stahl und wir haben manche Daten auch dabei bereinigt. Und dann haben wir PIM-Datenbank aufbereitet, indem wir unterschiedliche Produkte mit gleichen Eigenschaften in bestimmten Produktgruppen zusammengefasst haben. Wir haben Produkteigenschaften und Attributen definiert und wir haben diese Attribute den zugehörigen Produktklassen zugeordnet. Und durch Vererbung, Hierarchie und diese Pflegestruktur haben wir unser Pflegedatenaufwand wesentlich minimiert. Und so liegen unsere Daten jetzt in einem Datenbank, wo alle zugreifen können. Als zweites haben wir eine MAM-Datenbank erstellt mit unseren Produktfotos, technischen Zeichnungen, Einbauzeichnungen und so weiter. Da war es auch bei ContentSurf von Vorteil, dass PIM und MAM-Datenbank auf einer Plattform liegen und dass die Verknüpfung von Produkten und dazugehörigen Bilder könnte man automatisch mit Hilfe von einem Preset erstellen und da wurde Aufwand auch viel einfacher und schneller. Als drittens haben wir Ausgabekanäle definiert unter Berücksichtigung von Anforderungen von jedem Ausgabekanal. Zum Beispiel bei uns in ERP-System dürfen nur die Daten übertragen werden, wenn ein Produkt eine Artikelnummer hat. Im Webshop wiederum müssen die Daten geliefert werden, falls ein Produkt als Bestellteil definiert ist und bzw. Bestellschlüssel vorweist. Und danach als viertes haben wir Schnittstellen implementiert zu ERP-System, zu Webseite und Webshop und auch zu InDesigner-Programm, das ist ja ein Commit-Schnittstelle, Print-Commit-Schnittstelle. Und zuletzt haben wir Templates für unsere Printmedien erzeugt. Ja, dann kann Melissa mehr dazu sagen, weil es ihr Part ist. Mhm. Genau, ich habe damals angefangen mit PIM zu arbeiten und Templates zu erstellen, als eine damalige Kollegin in den Mutterschutz ging und ich ihre Tätigkeiten übernahm.
Und zu dem Zeitpunkt hatte ich keine Vorkenntnisse, was das Programm InDesign betrifft und PIM schon gar nicht. Im Endeffekt aber, also es war zu Beginn eine Herausforderung für mich, beide Programme gleichzeitig zu lernen, um eigenständig arbeiten zu können und Templates zu erstellen. Im Endeffekt aber war das gar nicht so schwierig, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich habe mich sehr schnell eingearbeitet und in kurzer Zeit habe ich Templates erstellt und mit jedem neuen wurde ich immer schneller und lösungsorientierter. Mein Vorgehen bei der Erstellung eines Templates für eine bzw. mehrere Katalogseiten ist wie folgt. Erst prüfe ich die Daten, die Frau Pflaum in ContentServe gepflegt hat und weiß somit, welche Attribute ich in meinem Template verwenden muss. Anschließend skizziere ich mir auf ein Blatt Papier eine Struktur bzw. einen Seitenaufbau und dabei orientiere ich mich sehr stark an die vorherigen Templates, um ein einheitliches Bild übertragen zu können. Anschließend übertrage ich meine fertige Skizze in einen echten Template und bestimme, welche Inhalte bzw. Informationen aus ContentServe übernommen werden sollen und verknüpfe meine Felder mit den entsprechenden Attributen. Anschließend lege ich die Gestaltungsregeln fest und nehme gegebenenfalls Formatierungen vor und mit den bekannten Magneten Fixion finalisiere ich das Ganze. Wir erstellen Templates zur Ausgabe von Katalogen, Prospekte, Flyer oder Presseberichte. Und damit Sie sich das vorstellen können, wir haben 24 Prospekte und es kommen sehr häufig Änderungswünsche oder Aktualisierungen vor. Wir haben 3 verschiedene Kataloge mit bis zu 1100 Seiten und ich kann mit einem Template bereits mehrere Produkte oder sogar Kapitel ausschreiben. Also ein Template deckt bereits so viele Produkte ab. Ich muss also nicht für jedes Produkt und jede Seite ein neues Template erstellen. Genau. Bitte. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass durch das Automatisieren von Print-Ausgaben wir sehr viel Zeit gespart haben. Wenn es etwas gibt, was ich nicht mag, dann ist es nach Inhalten zu suchen, was ich ausgeben möchte. Und nun haben wir nur eine Quelle mit allen, also mit vollständigen Produktinformationen und können der Richtigkeit und der Aktualität sicher gehen. Genau. Nun haben wir auch im Marketing mehr Zeit, uns dem wichtigen kreativen Teil zu widmen. Und genau, wir sind flexibler geworden. Wir können viel schneller auf Kundenbedürfnisse eingehen. Sprich, wenn ein Kunde zum Beispiel ein Prospekt möchte zu einem bestimmten Produkt und wir haben das zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dann ist dies ganz schnell zu erstellen, ohne dass der Kunde lange warten muss, bis wir eins neu gestalten und die Inhalte zusammensuchen, sodass er schon fast sein Interesse daran verliert. Genau. Es hat sich also definitiv gelohnt, PIM bei uns bei Stracknorma einzuführen. Wir arbeiten abteilungsübergreifend und alle haben den Zugriff und die Möglichkeit, die Datenbank zu nutzen und somit von der Automatisierung zu profitieren. Haben wir geschafft. Nein. Wir sind noch den ganzen Tag hier. Sorry an dieser Stelle wirklich für die Verspätung. Es war anders geplant. Ich hoffe, Sie haben was mitgenommen. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns den restlichen Tag noch auf dem Print Day. Dankeschön. Applaus